Oh. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir etwas nach. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich einen Burger von Jamie Oliver. Den habe ich letztens im Fernsehen gesehen und dachte mir, ist das eine grenzdebil geile Idee. Quasi Salat mit meiner sowieso beliebtesten Burgersoße, also die ich am geilsten finde, in diesem Sinne beliebtesten Burgersoße. Das als Kombi, muss ich euch zeigen. Ganz schnell, ganz einfach, da hinten, da unten bei mir, in der Küche. Für unseren Jamie Burger brauchen wir 150 Gramm Rindfleisch. Wir brauchen ein schönes Brioche-Brötchen, herrlich, ein Stück Käse, Bacon, eine rote Zwiebel, 3 Esslöffel Mayo, 1 Esslöffel Ketchup, 1 Teelöffel Senf und 1 Teelöffel von einer scharfen Soße. Welche Soße ihr nehmt, also welche scharfe Soße, ist völlig egal. Die ihr am liebsten mögt. Bei mir ist es diese Sriracha-Soße, ihr könnt aber auch Tabasco nehmen oder sonst was. Wir brauchen dann noch Eisbergsalat. Ja, ausnahmsweise mal kein Angebersalat, sondern eben Eisbergsalat. Und ein Burgergewürz. Am besten natürlich Burgerbombs, aber Salz, Pfeffer gehen natürlich auch. Kein Problem. Und dann geht's schon an die Vorbereitung. Ha, Moment, eins habe ich noch vergessen. Verdammt! Und zwar ein bisschen Tafelessig. Und, aber jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen. Hab ich's doch glatt vergessen. Ein bisschen Zucker. Ganz normalen Tafelessig. Hier, so ein. Muss aber nicht von dem Supermarkt sein. Machen wir uns an die rote Zwiebel und die einmal nur halbieren und dann in Ringe runterschneiden. Rinne. Einfach so runterschneiden. Nur nicht abrutschen. So. Fertig. Die fertigen Zwiebeln, die kommen jetzt, wie sollte es bei mir anders sein, in so eine Kumme. Vorher aber noch ein bisschen auseinanderbröseln hier alle, dass die auch alle getrennt sind. Zwiebel mit Trennungsschmerz. Und jetzt ein bisschen Tafelessig drüber. Ein bisschen Zucker. Und das Ganze vermengen. Beziehungsweise ein bisschen umrühren. Ja, damit man hier umrühren. Damit alle Zwiebeln auch was vom Essig abkriegen und das eben stehen lassen, das soll ein bisschen einwirken. Und schon geht es weiter. Unser Eisbergsalat. Da brauchen wir jetzt aber nicht so viel, höchstens ein Viertel. Ja, also schneide ich mir einfach so ein kleines Stück runter. Und dieses kleine Stück in kleine Stücke. Also ihr wisst ja, was ich meine. Dieses Teilstück in wiederum kleine Schnipsel schneiden. Perfekt! Ja, und jetzt der Salat in diese Schüssel. Und das habe ich auch fast komplett ohne zu kleckern hinbekommen. Hier ist noch einer. Und jetzt kommt die schweinische Idee von Jamie Oliver. Wer vorhin aufgepasst hat, Mayo, hier Mayo, Ketchup und Senf ist normalerweise so die typische Mischung meiner Burgersoße. Und dieses Mal geht das Kladderadatsch hier in den Salat. Der Ketchup genauso. Sowie Senf und die scharfe Soße. So. Und das Ganze wird dann, na klar, umgerührt. Und er gibt sozusagen eine Eisberg-Mayo-Burger-Soße und macht den Eisberg um Längen geiler. Umrühren. Fertig. Meine Pfanne, Stufe 4, nein, Stufe 5 von 6. Wir wollen es heute mal ein bisschen knuspern lassen hier. Und rein mit dem Bacon. Der ist so hauchdünn geschnitten, dass ich den gar nicht im Ganzen in die Pfanne kriege. Aber wie er reinkommt, ist egal. Hauptsache er kommt knusprig raus. So,
Knusprig ist er schon hier. Zack, einmal wenden. Oh. Perfekt. Und bevor er mir verbrennt, raus aus der Pfanne. Zack. Wie ihr seht, das Fett ist qualmt. Mehr als ein Zeichen, dass es heiß genug ist. Und jetzt unseren hier per Hand geformten Burger. Ah, perfekt. Momentan stehe ich total darauf, die per Hand zu formen. Einfach rein in die Pfanne. Noch kurz das Baconfett mitnehmen. Super. Nach 2,5 Minuten. Zack, einmal wenden. Ordentlich würzen jetzt. Und für die letzte Minute unser Käse und ein Deckel. Warum? Weil es dann viel schöner schmilzt. Und nach insgesamt 5 Minuten ist der Burger fertig und der Käse, ja, den nenne ich mal geschmolzen. Hammer! Stopp, stopp! Völlig falsch! Wir haben hier unseren puren Geschmack drin und den holen wir uns eben mit unserem Brötchen hier ab. Das geht auch ratzfatz. Hier, bam, runter! Und der ganze Geschmack ist da drin. Perfekt! Los geht die Reise. Unser unteres Brioche-Brötchen, also die Hälfte davon, ne? Logisch. Kriegt jetzt einen schönen Klecks von unserem Eisbergsalat, Burger, Mayo, Soße, Gedöns. So. Unser Patty, Bacon, heieiei, und on top unsere, seht ihr die hier? Wie sieht die? Schön unsere süß-sauren roten Zwiebeln drauf. So. Perfekt. Oh, ist dir dem gefallen, probiere ich. Und der Kollege braucht keine weitere Soße, gar nichts. Einfach den oberen Deckel drauf. Fertig. Guck dir das an. Mega. Und da ist er. Uiuiui. So geil. Und wie gesagt, braucht keine weitere Soße, wird jetzt so weggebissen. Mahlzeit! Mhm. Mega! Er braucht auch keine Soße, ist einfach nur Hammer. Mhm. Mmh. Oh. Ich quäcker schon wieder. Alles voll. Hier, seht ihr zum Glück nicht. Ciao. Jetzt gibt es das ehrliche Essen für deine Küche. 4 ehrliche Gewürze, wie zum Beispiel Burger Bums, das optimale Gewürz für jeden Burger. Frittenfieber macht jede Pommes besser. Scheiße scharf ist scheiße geil. Und Turbo Taste, der natürliche Geschmacksverstärker. Jetzt ehrliches Essen für deine Küche. Online kaufen bei Amazon oder www.royalspice.com. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.